Habt ihr eine gute Beziehung zueinander? Ja. Ist der Max verliebt? Das ist eine spannende Frage. Das ist ja eine Mega-Frage. Die fragt ja nicht immer ich den Max. Nee. Ach, du kannst ruhig die Wahrheit sagen, Max. Wenn die Kamera aus ist, schön. Wann hat dich deine Mama zum letzten Mal genervt? Oh, das ist eine gemeine Frage. Hallo meine Lieben, heute endlich ein Video gemeinsam mit meinem großen Sohn Max. Da ist er. Hi. Ganz viele von euch haben sich Videos gewünscht mit dem Max und deshalb haben wir uns viele Gedanken gemacht. Der Max kocht sehr, sehr gerne und er kocht tatsächlich sehr gut. Und deshalb gibt es heute ein Kochvideo mit der Leibspeise von Max. Eine meiner Leibspeisen. Ja, der Max hat viele Leibspeisen, die Mama immer kochen muss, aber sehr gerne natürlich. Und deshalb machen wir das heute für euch. Und mir wurden ganz, ganz viele Fragen eben auf Snapchat gestellt für den Max. Kannst du schon mal gucken? Vor 2 Minuten habe ich gefragt und hier kommt eine Nachricht nach der nächsten rein. Während wir jetzt zubereiten, würde ich sagen, stelle ich dir die Fragen und du beantwortest sie. Und ja, was gibt es denn überhaupt? Suppe. Suppe? Voll langweilig Suppe? Nein, es gibt eine besondere Suppe und zwar eine Currysuppe. Die habe ich vor 2 Wochen, glaube ich, war es, ne? Ungefähr, ja, auf Snapchat gezeigt und ganz viele haben gesagt, Heidi, zeig uns unbedingt auf YouTube, wie du die gemacht hast. Das mache ich natürlich sehr gerne. Es wird, glaube ich, ein bisschen ein längeres Video, oder Max? Ja. Ja, also es geht jetzt nicht nur ums Kochen, sondern damit ihr ein bisschen besser wahrscheinlich den Max kennenlernt. Ich weiß die Fragen noch nicht, ne? Ich habe sie nicht aufgemacht, also vielleicht sind es auch Fragen an mich. Glaube ich aber nicht. Okay, also wir legen los. Max, Schatz, du kannst schon mal Wasser holen. Ich schnippel hier alles klein. Willst du die blöden Aufgaben machen oder die coolen? Die coolen. Ich will die coolen Aufgaben machen. Also du musst die Mama die Scheißaufgaben machen. Okay, dann mache ich das. Und die ganzen Zutaten, die blende ich euch dann ein. Jetzt. Damit ihr seht, was ihr benötigt. Und ich schreibe sie nochmal in die Infobox. Wie viel Wasser brauchen wir? 600 Milliliter. Okay, dann auf geht's. 600 Milliliter. Und soll ich schon mal die erste Frage öffnen? Mach halt. Mach halt. Oder soll ich anfangen zu schnippeln? Nee, mich interessiert die Frage. Aber da musst du ja hier sein. Also fange ich mal an. Ja, ja. Also, erste Frage. Das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. Dass das die erste Frage ist. Dass das die erste Frage ist, ne? Die Frage wird wahrscheinlich noch öfters kommen. Hat der Max eine Freundin? La, ich höre nicht. Nein, habe ich nicht. Gott sei Dank, er hat keine Freundin. So, nein, er darf natürlich eine Freundin haben. Also hier steht, was ist Ihre Lieblingsmarke? Und Sie sind richtig nett und hübsch. Oh, danke Paula, wie süß. Endlich mal eine Frage für mich. Also, Max, du kannst es schon mal klein schneiden. Also meine Lieblingsmarke, ja, wie meinst du das? Meinst du das jetzt Kosmetik oder klamottenmäßig oder automäßig? Welche Marke? Keine Ahnung. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig. Welche Marke? Also an Klamotten kaufe ich gerne bei Zara und bei Mango und für Max bei Jack & Jones oder New Yorker hat er auch einige Sachen, ne? H&M, klar. Was hast du noch für Marken, Schatz? Was magst du am liebsten? Ja, das war es eigentlich schon, ja. Schuhe hat er auch, Jack & Jones. Oder wie heißt deine liebste Schuhmarke? Boxfresh. Boxfresh hat er super gerne. Ja. Okay, das kannst du auch klein schneiden, Schatz. Bitte die Enden ab. Und dann machen wir die nächste Frage von Pünktchen. Du bist einfach ein Engel und gleich frag ganz viel. Freue mich mega drauf. Max, du bist spitze und du hast eine tolle Mama. Noch nie hat mir jemand so viel Freude bereitet wie sie heute. Kenne sie nicht persönlich, aber sie ist einfach ein Engel. Max, hast du gehört, was sie gesagt hat? Max, was möchtest du später beruflich machen? Das ist eine gute Frage, finde ich. Pünktchen 1282. Also, erzähl. Das ist eine schwierige Frage. Ja, warum? Weil es erstmal darum geht, sein Abi zu machen. Danach schauen wir mal. Warte, wahrscheinlich mal. Wahrscheinlich studieren. Okay. Und was mich interessiert, ist die Richtung erneuerbare Energien. Also irgendwas beruflich in dem Bereich. Genau. Der Max hat nämlich seine Seminararbeit vor ein paar Tagen vorgestellt. Da war die Mama super aufgeregt. Ja. Ne, Max? Ja. Blend euch mal ein paar Bilder ein. So süß, echt, ich war so aufgeregt. Und als der Direktor gesagt hat, also gleich am Anfang, wir saßen alle in der Aula und dann hat er gesagt, liebe Abiturientinnen und Abiturienten. Und was hat da die Mama gemacht? Hat schon geheult. Anfangs. Aber voll.
So, dass es natürlich meine anderen Kinder nicht sehen und die anderen Gäste auch. Ich. Hast du es gesehen? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Schatz, ich habe jetzt nicht so geheult. Ich habe so geheult ein bisschen nur. Ey, mach mich nicht fertig. Ja, das war schon sehr aufregend. Jedenfalls wird der Max bald sein Abi machen und dann studieren. Und zwar hoffentlich hier in der Nähe. Er will ja nach Hamburg. Kann er vergessen. Nein, nach Hamburg geht er nicht, der Max. Mal gucken. Schatz, du musst den Herd auch anmachen, ne? Wäre eine gute Idee. So, dann machen wir jetzt hier mal eine Brühe rein. So, die nächste Frage. Hat der Max eine Freundin, beziehungsweise hatte er schon mal eine? Ah ja, klar, dass diese Frage ganz oft gestellt wird. Max, hattest du schon mal eine Freundin? Ja, ich hatte schon mal eine Freundin. Echt jetzt? Ja. Ja, das weiß die Mama natürlich, dass sie eine Freundin schon hatte. Ne? Der Max ist ja schon 17. Aber hier dürfen jetzt nicht die Mädchen ein und aus. Ne? Da bin ich schon sehr, sehr streng. Ein bisschen, ja. Komm, aber deine Kumpels sind ständig hier. Ständiges Party am Wochenende. Also, Hallöchen, wie lange kennst du deine Steffi eigentlich und habt ihr euch über Snapchat kennengelernt? Ich meine YouTube natürlich nicht Snapchat. Okay, das war die Lotti. Die Steffi, die kenne ich schon super lange und zwar, ich glaube so 3, 3,5 Jahre. Und nein, ich habe sie nicht über Snapchat kennengelernt, ich habe sie über YouTube kennengelernt. Ja, meine liebste Lieblings-Steffi. Oh, Max, wann hat dich deine Mama zum letzten Mal genervt? Oh, das ist eine gemeine Frage. Vor 5 Minuten habe ich dich genervt. Ja. Oh. Nein. Nerv ich dich manchmal? Ein bisschen, ja. Echt? Wenn ja, du dein so Zimmer aufstehst. Oh. Ja, Max, Schatz, aber. Wenn du noch so halber schläft. Ja, aber du gehst auch viel zu spät ins Bett und dann bist du früh müde. Naja, geht. Ja, und dann ist es ja klar, dass du genervt bist. Ich meine, wenn mich jemand weckt, bin ich auch genervt. So, dann die nächste Frage. Wollt ihr mich grüßen? PS, tolle Familie. Natürlich grüßen wir dich. Und zwar Alina mit Doppel-A Brandt. Hallo, liebe Alina. So, Max, sag noch Hallo zu Alina. Hi. So, dann die nächste. Hat Max eine Freundin? Leute, das war mir klar, dass diese Frage so oft kommt. Dann haben wir die Marci. Wie bist du auf YouTube gekommen? Was hat dich inspiriert? Ja, also das ist echt eine gute Frage. Auf YouTube bin ich gekommen. Ja, weil mich wirklich viele immer gefragt haben, wie hast du das gekocht, wie hast du das gemacht? Erzähl mal, was habt ihr mit den Kindern unternommen? Wie macht man das und das? Wie handhabst du das und das bei deinen Kindern und so weiter? Und dann habe ich angefangen, YouTube selbst zu schauen. Und ich habe das aber total unterschätzt, dieses YouTube, ja. Ich dachte, das wäre viel kleiner. Also ich war da echt sehr naiv, muss ich sagen. Und dann habe ich mir so überlegt, ach ja, was die da machen, das probiere ich jetzt mal. Und heute, wenn jemand mit YouTube anfängt, die haben ja wirklich schon das tollste Equipment und kennen sich aus, was Thumbnails sind, was Intros sind, welche Musik man verwenden kann und so weiter. Das wusste ich alles am Anfang gar nicht. Und das musste ich mir auch alles alleine beibringen, was super schwierig war. Und nächtelang mich mit Schnittprogrammen beschäftigt habe und so weiter. Weil tagsüber kümmere ich mich natürlich um meine Kinder und meinen Haushalt und ich gehe arbeiten und so. Und ja, und so bin ich halt zu YouTube gekommen. Ich finde es sehr spannend. Vor allen Dingen die Menschen, die ich bisher kennengelernt habe durch YouTube. Das ist natürlich super schön. Und es macht schon Spaß. Ja, so viel dazu. Dann, Max, du kannst das schon mal in den großen Topf jetzt machen und diese ganzen Zutaten mit rein, damit es schon mal köchelt. Dann haben wir hier die Efi. Efi, ich kann es nicht aussprechen, mit 47 am Schluss. Wem ähnelt Max mehr, also vom Aussehen und Charakter? Hab euch lieb, hoffe die Frage kommt dran. Ja, also der Max vom Aussehen sieht ja schon seinem Papa sehr ähnlich, aber auch mir. Ja, doch, also hat beides. Also meine Haare hat er auf jeden Fall, also die sind so störrisch und fest und dick. Die hat er auf jeden Fall von mir und ja, und vom Charakter, also nicht so viel, glaube ich, von mir. Ein bisschen. Also der Max, also als ich so alt war wie der Max, war ich halt, ich wollte halt immer recht haben, ne, und ja, aber der Max, der ist gar nicht so, der ist wirklich lieb. Also das muss ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich ist es ihm peinlich. Also lieb im Sinn von, dass wenn ich ihm sage, Max, kannst du mir mal bitte helfen? Max, kannst du mal für mich bitte ins Büro? Ne? Ich hatte eine Weihnachtsfeier vom Alessandro zum Beispiel, da ist er halt für mich ins Büro. Und da hat er ohne Murren gesagt, ja, Mama, mache ich. Also
Wirklich, das macht er dann schon. Das hätte jetzt mein anderer Sohn nicht so einfach gemacht. Du weißt, wen ich meine, oder? Ja. Ja, okay, tolle Frage war das. So, dann haben wir die Elea. Wie alt sind deine Kinder? Also, der Max, der ist 17. Dann haben wir den Moritz, der ist 13. Der Gianluca, der ist 11. Und der Lissandro ist 10. Jo. Das ist gut, wenn ich so die Fragen vorlese, dann hat der Max die meiste Arbeit. Okay. Die Julia Herz, meine Frage, wie oft geht Max im Monat feiern? Hashtag beste YouTuberin steht hier noch. Ja, Max, wie oft gehst du feiern? Darf ich mal ganz kurz was dazu sagen? Ja. Ja. Zu oft. Ach so. Max, wie oft gehst du feiern, Schatz? Also im Monat, eigentlich jedes Wochenende. Heftig, ne? Jedes Wochenende geht der Max feiern und die Mama schwitzt hier zu Hause Blut und Wasser. Ja, weil ich echt Angst habe. Mein Max hat ja einen Nebenjob. Und war mein Bruder übrigens. Bruder. Und da verdient er ja auch Geld. Ja, und das Geld verwendet er dann eben zum Weggehen. Ja, so sieht's aus im Puppenhaus. Dann, das sind echt so viele Fragen. Wollt ihr mich grüßen? PS, tolle Familie. Und noch was. Deine Kochsnaps inspirieren mich so. Und wie du mit deinen Kindern umgehst, ist der Hammer. Vielen Dank, liebe Alina Brandt. Die hatten wir schon, die Alina. Danke für deine lieben Worte. Ja, ich koche natürlich wahnsinnig gerne. Mir tränen übrigens gerade die Augen, nicht weil ich da jetzt heule, sondern weil ich gerade die Frühlingszwiebeln geschnitten habe. Und ja, meine Kochvideos bzw. Snaps kommen echt gut bei euch an. Da freue ich mich natürlich, aber ich liebe es halt zu kochen. Und ihr seht, man kann es an seine Kinder weitergeben, ne? So, dann haben wir, was kocht ihr? Ja, was kochen wir? Haben wir euch schon gesagt. Eine leckere Suppe. Also, was haben wir denn noch? Heieiei, das ist so viel. Der Max, der ist so cute. Dankeschön. Wieso sagst du dann Dankeschön? Ja, weil das ja ein Kompliment an mein Kind ist. Ach so. Aber du darfst natürlich auch Dankeschön sagen. kannst du ein paar Bilder zeigen von deiner wunderschönen Küche? Danke, liebe Grüße, Lenka. Meine Küche seht ihr im Intro zu meinen Kochvideos. Ich habe euch heute zum Beispiel wieder ein paar Inspirationen hochgeladen und zwar, wie nennt man es, ein Food Diary habe ich euch hochgeladen, habe ich mitgefilmt, was wir so essen. Da haben sich auch wieder ganz viele bedankt. So, da seht ihr meine Küche. Also, meine Küche ist übrigens meine Traumküche. Hier spielt sich ganz viel ab. Was haben wir denn noch für Fragen? Oh Gott, das hört gar nicht mehr auf. Wie alt war mit erstes Kind. Also ich gehe davon aus, wie alt war ich bei meinem ersten Kind? Ich war 20. Dann die Lea. Das wollen wir mal anschauen. Hallo, erstmal liebe Grüße aus Wien. Aus Wien? Eine Frage ist, ob du mal mehr Make-up-Tutorials machen könntest, weil ich finde die mega cool. Ob ich mehr Make-up-Tutorials machen könnte, schreibt die Lea. Wie spricht man das aus? Coleus? 1, 2, 3. Ja, kann ich gerne machen. Ich bin da halt jetzt nicht so der, Moment, war die Maschine, der Pro und deshalb denke ich mir immer, oh, wer will das sehen, ne? Aber kann ich natürlich gerne machen, wenn ihr das sehen wollt. So, okay, Max. Ingwer kommt noch rein. So, und dann können wir jetzt die Kokosmilch reinmachen. Hier, nimmst du dir gerade einen Löffel, Schatz? Warte. Okay, dann mach das schön langsam rein, damit es nicht so rausspritzt. So, was haben wir denn hier noch? Mama Luisa. Hey Max, hey Heidi. Mein Max, fast 5, möchte gerne wissen, was euer Lieblingsessen ist. Seins als ein Viertel Italiener ist natürlich Nudeln und Pommes als Deutscher. Okay, also Nudeln, weil er Italiener ein bisschen ist und Pommes, weil er eben auch Deutscher ist. Okay, und dann haben wir hier noch? Danke, Mama Luisa 846. Also Max, was ist denn dein Lieblingsessen so? Das ist schwer zu sagen. Ganz viel hast du mal als Lieblingsessen. Salat isst der Max sehr gerne. Ja, er isst alles wirklich. Also jetzt außer Leber und so komisches Zeug natürlich nicht. Aber sonst isst der Max alles. Ja. So, Hähnchenbrust haben wir jetzt rein. Dann würzen wir das Ganze jetzt noch. Hier musst du noch einen Löffel reinmachen. Warte mal, ich gebe dir einen frischen. Bitte schön. Merci. Merci. Die Mia Emily fragt, was sind deine Tricks im Alltag, dass ich das alles so gut meister mit der Arbeit?
Also ich bin tatsächlich sehr gut organisiert, aber das lernt man ja auch nicht von heute auf morgen. Ich meine, wenn man 4 Kinder hat, muss man auch organisiert sein, denn sonst würde das hier in ein Chaos ausbrechen und das möchte ich nicht. Ich denke, dass ich das so von meinen Eltern habe. Also meine Mutter, die ist ja wirklich sehr, sehr ordentlich. Also wenn meine Eltern keine Tische zu Hause hätten, ne Max, dann könnten wir auf dem Boden essen. Also es ist echt, sie ist sehr pingelig. Und mein Vater, der ist ja sehr streng. Also ich wurde ja sehr streng erzogen. Und ja, durfte auch nie ausschlafen. Ne? So wie der Max jetzt ausschlafen darf, das durfte ich nie. Ich musste immer sehr viel arbeiten. Und ich denke, dass ich deshalb auch... ja, das so gewohnt bin, ne? Immer viel zu arbeiten, alles sauber zu halten und habe das so alles schon im Kopf, wie der Ablauf hier ist. Aber wie gesagt, das lernt man nicht von heute auf morgen. Dann habe ich die Nadine. Die Nadine, die schreibt, ja, du siehst heute mega gut aus, finde ich jetzt nicht, aber vielen Dank. Gar nicht müde und ich bin tatsächlich total müde, denn das Wochenende war sehr anstrengend. Ah, hier steht, ich bin fix und fertig. Karlchen macht seine Hausaufgaben nicht. Vielleicht kann Max ihn motivieren. Ich freue mich schon aufs Video. Also, Max, dann motivier mal das Karlchen. Der möchte seine Hausaufgaben nicht machen. Karlchen? Das heißt Karlchen, von der Nadine, der Sohn. Also, mach deine Hausaufgaben, weil das ist echt wichtig. Ja. Habe ich natürlich auch immer gemacht. Ja. Nein, also, Max, der ist da sehr... Ja, pflichtbewusst, auch muss ich schon sagen. Also da musste ich nie irgendwie drängeln, aber ja, das liegt vielleicht auch daran, dass es ihm immer Spaß gemacht hat. Ne, Max? Relativ, ja. Ja, also es ist halt wichtig, aber nicht alle 4 Kinder sind so, ne? Ich habe schon auch einen dabei, der ist da nicht so motiviert. Karlchen, also wir können dich verstehen. Wir sind voll bei dir, Karlchen. Ja, das stimmt. Dann haben wir hier. Wie findest du es, dass deine Mutter YouTuberin ist? Ah, das ist eine sehr interessante Frage von der Becky XIV. Wie wird das ausgesprochen? Weiß ich Becky nicht. Becky XIV, ja. Ja, okay. Also, wie findest du das, dass deine Mutter YouTuberin ist, Max? Also, ich finde es gut. Weil, es ist, naja, zum einen ist es ihr Hobby. Und bei uns ist es ja in der Familie auch so, was Normales gibt es hier nicht. Und dementsprechend bin ich es auch eigentlich gewohnt. Wie meinst du das, was Normales gibt es hier nicht, Chef? Naja, was Normales gibt es hier halt nicht. Normal ist langweilig. Ja, okay. Also. Weil wir so eine große Familie sind, weißt du? Ja. Ja. Ja, wir sind echt nicht so normal. Glaube ich auch oft. Wirklich, wenn wir mit unserem Bus anrollen, ne, wir haben so einen großen Bus, weil, naja, mit 4 Kindern, ne? Und Max, Schatz, du kannst schon mal Curry reinmachen. Mit einem Esslöffel rein. Ja, also wir rollen da mit unserem Bus an, ne? Und dann gehen die Schiebetüren auf und die Kinder gehen raus und der Hund und ich und mein Mann. Mein Mann und ich, ne? So. Und dann schauen die Leute. Ich weiß aber nicht warum. Also die gucken total, also ich will nicht sagen entsetzt, aber so. Was ist das für eine große Familie? Was ist da los, ne? Dann essen wir Eis oder so, ne? Laufen durch die Stadt und schauen dann schon, ne, die Leute. Das stimmt, ja. Naja, vielleicht sind wir irgendwie vom Mond, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was die da denken. Dann haben wir hier. Hab dich lieb, Dankeschön. Hey, ich weiß, dass es halt von deinen Kindern auf alle Nasen gehen und die anderen Menschen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann so, dass deine anderen zusammen, ja, ich glaube, eine höhere Schule als du und dass ich... Feeling Peace. Weil oft wir uns gegenseitig nicken. Ah, okay. Ja, es ging jetzt gerade um die Schule. Weil zwei meiner Kinder, also der Max und der zweite, der Moritz, die gehen aufs Gymnasium. Und ob die sich dann so gegenseitig halt necken, weil der Alessandro, der geht ja noch auf die Grundschule. Und ja, also das kommt schon, ne? Dass die dann auch dem Luki sagen, ja, du gehst ja nicht aufs Gymnasium und so. Ja, da musste ich halt viel reden und viel, ja, viel reden einfach und sagen, dass es so nicht geht. Ich meine, das sind Kinder, ne? Es ist halt nicht schön, aber was soll ich machen? So ist es. Es ist die Wahrheit. Ja. Und wir wollen ja ehrlich mit euch sein. Aber die Mama sagt immer, das geht so nicht, sagt nicht so böse Sachen. Ja. So, dann haben wir hier Jojo. Hat Max eine Freundin? Ja, das haben wir ja schon beantwortet. Hey, alle wollen das wissen. Und das ist total witzig, weil immer wenn der Max in meinen Snaps ist,
da werden so viele Screenshots gemacht ohne Ende. Das ist so witzig. Ja, der Max hat keine Freundin. So, Max, du kannst ein bisschen Pfeffer reinmachen. Das schaffst du. Du sagst so. Fest, schaffst du? Gut, okay, reicht? Jetzt machen wir noch Salz rein. Das müssen wir noch umfüllen, Schatz. So, wo ist denn die Schere? Schiebt er die ganze Zeit rein? Ja, so, stopp, das reicht schon. So. Okay, also die Suppe, die muss jetzt ungefähr 20 Minuten köcheln, eine halbe Stunde. Wir melden uns dann nochmal, würde ich sagen. Ich frage es eben nochmal auf Snapchat, ob ihr noch ein paar Fragen habt. Wir sind fleißig am Kochen und haben schon ganz viele Fragen beantwortet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr weiter Fragen stellen. Der Max ist hier und beantwortet fleißig. Da sind wir wieder. Die Soße, die köchelt jetzt schon die ganze Zeit. Ihr könnt es erkennen, draußen dämmert es. Deshalb musste ich die zwei Softboxen aufstellen. Ich hatte heute Mittag ja schon gekocht für meine Kinder. Das machen wir jetzt wirklich nur für euch, die Suppe. Beziehungsweise so muss ich morgen nichts kochen. Und der Max hat heute sein Lieblingsgericht heute Abend. Wir machen jetzt hier mal weiter mit den Fragen. Das ist wirklich unglaublich, wie viele Fragen hier reinkommen. Ich hole das Fleisch raus und schneide es zurecht, weil der Max das nicht so gerne macht. Und er liest jetzt mal weiter die Fragen vor. Also, Max, Schatz, lese vor. Also, die Sandra Azarek, 19, ja? Fragt, wie alt sind deine Söhne? Also, das hatten wir schon. Das hatten wir schon, genau. Die Elia fragt, sieht man eigentlich deinen Mann auch mal? Ja, mein Mann, den hat man schon gesehen, und zwar seine Beine, Hände. Ja, ja, der wird nicht gezeigt. Nee. Okay, was haben wir noch? Die Sana Koko 1. Was macht Max nach dem Abi? Studieren, reisen etc.? Wenn ja, studieren was? Okay. Also, was ich studiere, habe ich ja schon gesagt. Ja. Und reisen weiß ich noch nicht. Ich glaube, da wird meine Mutter nicht mitmachen. Oh, das kommt rüber, als wäre ich voll streng. Komm, du warst auch in Griechenland letztes Jahr alleine, ohne mich. Das stimmt, ja. Mit seinen Kumpels. Also sein Cousin war dabei und dann sind die nach Griechenland geflogen. Hallo! Ja, und wer hat's erlaubt? Ja, okay. Okay, weiter. Der Max hat vorhin gar nicht so viel von seiner Seminararbeit erzählt, glaube ich, ne? Hattest du erzählt, was du vorgestellt hast? Ich glaube, wir haben gesagt, du hast deine Seminararbeit vorgestellt, aber um was es ging nicht, oder? Nee. Okay, um was ging es denn in der Seminararbeit? Also Thema war Biogasanlagen für den Hausgebrauch, also auch was mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Ja. Und da habe ich dann auch eine kleine Biogasanlage konstruiert, zum Leid der ganzen Familie. Ja. Das war wirklich so, das hat so gestunken bei uns im Heizungskeller, weil der Max, der hat Rasen gemäht und hat Bioabfälle und so weiter alles gesammelt und hat es dann unten in so große Bottiche, ne? Und hat da sein Biogas quasi produziert. Also das war sehr spannend. Wie gesagt, ich war auch sehr aufgeregt, als er es vorgestellt hat. Ich habe ihn dann beobachtet, als er dann so da stand mit den Leuten, die sich eben dafür interessiert haben. Und ja, war schon sehr spannend, sein Thema. Macht auch nicht jeder, ne? Stimmt, ja. Okay, dann weiter. Habt ihr eine gute Beziehung zueinander? Ja, sonst würden wir ja kein Video zusammen haben. Ja, ich wollte jetzt erstmal wissen, was er sagt. Ja, der Max ist schon mein Schatz. Also es sind alle meine Kinder, wirklich. Ich hab, ja. Aber der Max, der ist halt der Große. Und ich verlasse mich halt viel auf Max, ne? Weil ich muss halt viel arbeiten. Und wir sind, also wisst ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind ja eine große Familie. Und da muss man einfach auch Rücksicht nehmen, füreinander einstehen. Das ist im Urlaub so, wenn wir im Urlaub sind oder hier im Alltag. Einer will zum Beispiel das essen, der andere das. Und da muss man einfach Kompromisse finden. Und so ist es auch im Urlaub zum Beispiel. Ja, der eine will lieber im Pool, der andere will ans Meer. Der andere will lieber schlafen und der andere will ein Buch lesen. Also, ne, es ist halt so ein Zusammenspiel. Und ich finde schon, dass wir das sehr, sehr gut meistern. Doch, es gibt aber auch Tage, ne, wo dann hier Geschrei ist. Also, ne, denk nicht, hier ist alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Die Mama wird auch mal laut. Ja, aber wir haben schon eine gute Beziehung zueinander. Okay, ich muss immer so ausholen, ne? Okay, was steht hier? Ist der Max verliebt? Das ist eine spannende Frage. Das ist ja eine Mega-Frage. Die fragt ja nicht immer ich den Max. Ja, Max, bist du verliebt, Schatz? Nee, bin ich nicht. Bist du im Moment nicht verliebt? Nee. Wäre jetzt blöd, wenn diejenige zuguckt, ne? Ja. Die sich was von dir erhofft.
Nee. Ach, du kannst ruhig die Wahrheit sagen, Max. Wenn die Kamera aus ist, schön. Ja. Okay, weiter, Schatz. Ihr seid so eine tolle Familie. Wie alt bist du? Ich? Ja. Oh, das ist die falsche Frage. Wer fragt das denn? Das hat... Das kann ich nicht aussprechen. Arzubako... Z. Z. Okay, das ist ein schwieriger Name. Also danke erstmal für deine lieben Worte. Danke an alle, die was Liebes schreiben. Das wollte ich noch dazu sagen. Ja, ich bin halt 37, meine Güte. Was soll ich sagen? Ne? Man kann sich ja auch ausrechnen. Vorhin habe ich gesagt, Max ist 17. Wann hast du dein erstes Kind bekommen? Mit 20, also ne. Ja, ich bin 37, aber da rede ich nicht gern drüber. Ja, mein Gott, das ist halt so. Ich mache mir Spaß, aber es ist halt blöd, wenn man alt wird. Ne? So ist es halt. Okay, Max, weiter geht's. Wie geht es dir euch? Also mir geht's gut und dir? Ja. Hast du Hunger? Ja, so langsam schon. Ja. So langsam. Obwohl ich zu Mittag gekocht habe. Ich starte schon die ganze Zeit aufs Essen. Er starrt schon die ganze Zeit aufs Essen. Okay, weiter geht's. Wie geht es dir? Mach weiter so, deine Videos sind toll. Oh, danke schön. Ja, mir geht's gut. Der Leonie Franzi 5. Ah, danke Leonie Franzi 5. Cool. Weiter? Oh, das wird lang. Das wird lang. Okay, das ist eine lange Frage. Also, los geht's. Also, die Kathi Loverman fragt, beziehungsweise sagt, mache auch gerade wie der Max Abitur. Mhm. Was für ein Abitur machst du? Mhm. Allgemeinbildend oder spezifisch? Was sind deine Lieblingsfächer? Okay. Und in welchem machst du Abi? Fällt es dir leicht zu lernen, beziehungsweise wie lernst du? Wünsch dir Erfolg bei deinem Abi. Das sage ich schon mal, wünsche ich dir auch. Genau, wünschen wir dir auch. Alles Gute für dein Abi. Was hast du danach vor? Okay. Und wohin geht es bei eurer Abi-Reise, falls ihr eine macht? Und was ist euer Abi-Motto? Und Heidi, ich liebe deine Videos und Snap-Stories von dir und deiner Familie. Oh, wie lieb. Dankeschön. Ihr seid so lieb. Danke. Also, das waren jetzt viele Fragen. Okay, Max, leg los. Also, was ich für ein Abi mache. Ja, was machst du für ein Abi, mein Schatz? Das ist, also ich bin auf dem technischen Zweig. Mhm. Okay. Also bei uns gibt es technisch und sprachisch und ich bin auf dem technischen Zweig. Ja. Meine Lieblingsfächer. Muss erstmal überlegen, der Max. Also der Max ist gut in Chemie. Da hat er immer Einser gehabt und Zweier. Ja. Alter Streber. Ja, und Bio, ne? Mathe war immer sehr gut, dann ist er mal ein bisschen abgesunken. Ne? 8. Klasse war nicht so lustig. Und dann kam der Taschenrechner. Gott sei Dank. Ich mache in Englisch mein Abi, beziehungsweise Deutsch, Mathe ist ja festgelegt, in Englisch Abi und Bio und Wirtschaft und Recht. Okay. Was noch? Die Abi-Reise, wo die hingeht oder ob ihr schon eine gemacht habt? Die Abi-Reise haben wir schon gemacht. Sind wir nach Frankreich gefahren, fast den ganzen Tag. Das war ein sehr großer Spaß. Nicht? Mit dem Bus? Ja. Und dann waren sie in so Kanus, ne? Danach waren wir erstmal, beziehungsweise die ersten paar Tage zelten. Und danach sind wir mit dem Kanu den Fluss rauf und wieder runtergefahren. Ja, mein armer Max. Hat aber Spaß gemacht. Ja, aber ihr war total durchgefroren. Ja. Was haben wir bezahlt? 400 Euro oder so für diese blöde Reise. Und als er zurückkam. Nicht blöd, ja, war lustig, okay, aber ich als Mutter habe mir halt Sorgen gemacht. Und dann, als er zurückkam, hat er gesagt, Mama, wäre ich doch lieber nach Rom gefahren. Die anderen sind nämlich nach Rom gefahren. Ja. Aber wir hatten am meisten Spaß. Ja? Ja. Und dann hat er sich so Tütensuppen oder so gekauft und den Geschmack kennt der Max ja nicht, ne? Aber ich glaube, so schlimm war es nicht. Okay. Wenn er mit seinen Kumpel zusammen ist, mein Gott, ist schon in Ordnung. Und unser Abi-Motto haben wir ja noch nicht. Ja. Abi-Motto habt ihr noch nicht, aber bald ist Abi-Ball. Ja. Und wer hilft an der Theke? Und wer will, dass wir keinen Alkohol bekommen? Das wird so lustig. Ich werde wieder alle fertig machen den ganzen Abend. Wenn jemand ein Glas Sekt will, was? Wie alt bist du? So die ganze Zeit. Das wird so lustig. Ich werde snappen. Okay, was haben wir noch? Nächste Frage. Wieder mal ein Kochrezept machen. Ja gut, das machen wir ja gerade. Machen wir gerade. Also zweites Herz. Ist von It's Bobby. Genau, und kannst du mich grüßen? Haben wir ja jetzt gemacht. Okay. Hallo. Okay, dann haben wir. Hallo ihr beiden. Max, was möchtest du denn nach dem Abi machen? Liebe Grüße und gutes Gelingen beim Kochen. Okay. Wer hat das geschrieben? Nicole. Nicole. PKE. Okay. Ja. Ja.
Nicole. Liebe Grüße erstmal zurück. Genau, liebe Grüße zurück. Und das haben wir jetzt gerade schon beantwortet, was der Max nach dem Abi macht, beziehungsweise was mit dem Abi zu tun hat. Okay, Pünktchen. Warte mal, Pünktchen, 1282. Pünktchen. Interessiert dich American Football? American Football. Das ist eine gute Frage. Mich nicht. Ja, eigentlich auch nicht. Das sind wir uns ja einig. Okay, weiter geht's. Die Rosi fragt, gibt es den Rabattcode für den Moolix noch? Ich glaube eher nicht, liebe Rosi. Ich kann mich da mal erkundigen. Ihr wisst ja, dass ich meinen Moolix total liebe. Ich weiß nicht, ob es den Rabatt noch gibt. Also kann ich aber gerne für dich fragen. Okay, dann Melli Bump. Und zwar würde ich wissen, hilft der Max hier im Haushalt oder chillt er eher so und lässt sich von Mama bedienen? Das würde ich auch machen. Okay, sie fragt, also die Melli, ne? Boom, boom. Also der Max, der hilft mir schon sehr viel, muss ich auch zugeben, ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, große Familie, wäre ein bisschen blöd, wenn hier jeder chillt. Aber ich mache schon auch viel für meine Kinder und lass mal 5 gerade sein. Also da bin ich auch ehrlich, wenn der Max feiern war und schlafen will, dann lasse ich ihn schlafen. Aber wenn ich zum Beispiel ins Büro muss und die Waschmaschine gerade läuft und ich weiß, hey, die ist in 20 Minuten fertig, dann sage ich zu Max, Max, bis ich wieder da bin, hängt die Wäsche auf dem Wäscheständer. Also, ne, da muss er mir schon auch mal helfen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt bei einem Event eingeladen bin oder so, da weiß ich, dass ich mich auf Max verlassen kann, dass er dann für mich ins Büro geht. Ich muss natürlich viel Vorarbeit machen und auch viel Nacharbeit. Er sitzt dann eben da, falls Kundschaft kommt. Und den Rest muss natürlich ich machen. Aber ich kann mich schon sehr auf den Max verlassen. Okay, dann die Nadja. Wie hätte der Max geheißen, wenn er ein Mädchen geworden wäre? Oh. Jetzt bin ich gespannt. Also, ich habe euch ja schon mal erzählt, warum mein Kanal so heißt, und zwar Rosella Mia. Ich habe ja kein Mädchen bekommen. Ich hatte mir immer ein Mädchen gewünscht namens Rosella, weil meine Mama ja Rosa heißt. Und in Italien ist es dann eben üblich, dass die Kinder den Namen der Eltern bekommen, in abgewandelter Form oder in ganzer Form. Mein Vater heißt zum Beispiel Antonio und der Maximilian heißt mit zweitem Namen auch Antonio. Ja, deshalb gehe ich davon aus, dass der Max, wenn er ein Mädchen gewesen wäre oder geboren. Okay, Cut! Okay, deswegen gehe ich davon aus, dass der Max, wenn er ein Mädchen geworden wäre, Rosella gehießen hätte. So, jetzt habe ich es zusammengebracht. Das war übrigens von der Nadja 16. Ja, mit Doppel A. Okay, also ich muss mich entscheiden zwischen ein Jahr vegan leben und ein Jahr nicht schminken. Von der Yuna Dragon. Also das ist eine heftige Frage. Ich esse eh wenig Fleisch. Also ich habe kein Problem damit, mich vegan zu ernähren, auch wenn jetzt hier Fleisch vor mir liegt. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ganz, ganz wenig Fleisch esse. Also ich hätte kein Problem, ein Jahr vegan zu leben, aber ich hätte auch kein Problem, mich ein Jahr lang nicht zu schminken. Solange ich ein paar Pflegeprodukte mitnehmen darf, Augencreme und Tagescreme, einfach damit es der Haut gut geht, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt dekorative Kosmetik. Jo, okay, also wir machen jetzt hier mal weiter. Ich glaube, das Video wird ewig lang. Ihr interessiert euch scheinbar sehr für meinen Max. So, meine Lieben, wir machen jetzt einen kurzen Cut, denn ich muss die Suppe durchpürieren und dann kommt das Fleisch rein. Ihr habt so unglaublich viele Fragen für den Max. Das Video wird, glaube ich, super lang, was mir natürlich leid tut. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass ihr viele Fragen für den Max habt. Wir haben jetzt noch eine, die wir ganz kurz vorlesen. Und zwar von der Lola Lorenta. Mhm. Ich finde es echt toll, dass du auf alle extra Wünsche deiner Kinder eingehst und für jeden extra kochst. Ja, okay. Weil ich koche halt viel und koche verschiedene Gerichte. Wahrscheinlich meint sie das. Das mache ich natürlich auch wahnsinnig gerne, weil ihr müsst ja bedenken, nicht jeder mag halt jetzt irgendwie diese Suppe zum Beispiel. Und dann muss ich für denjenigen eben was anderes kochen. Aber das ist auch total in Ordnung. Die Kinder müssen das lernen, auch was zu probieren, das ist überhaupt keine Frage, aber ich kann jetzt von einem 5-Jährigen zum Beispiel nicht verlangen, dass er irgendein Gericht mit Zwiebel und Knoblauch und irgendwelche Dinge isst, Champignons oder Raclette-Käse, solche Dinge, die eben für die Geschmacksnerven noch zu intensiv sind. Wisst ihr, wie ich meine? Also der Max zum Beispiel, das ist das perfekte Beispiel, der hat als 5-, 6-, 7-Jähriger natürlich
keine, was heißt natürlich, also es gibt schon Kinder, die Salat essen, aber er mochte keinen Salat. Und jetzt braucht er zu jedem Essen einen Salat, weil sich die Geschmacksnerven natürlich entwickelt haben und er seinen Gaumen jetzt, also es ist jetzt was ganz anderes, ne? Und ich koche natürlich wahnsinnig gerne und deshalb macht es mir nichts aus, für die Kinder auch eine Extrawurst zu haben. Warum nicht? Das ist ja mein Job als Mutter, dass sie sich gesund ernähren und dass sie was Leckeres im Bauch haben. So, jetzt hole ich gerade mal meinen Pürierstab. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Max, du wolltest noch irgendwas vorlesen? Ach, da ist der Pürierstab. Ich bin gleich wieder im Bild. So, ich habe jetzt noch einen Schluck Weißwein reingemacht. Es kommt noch ein bisschen Schmand rein. Und die Frühlingszwiebeln. Chili, der Max isst sehr gerne scharf. Das kommt jetzt auch noch rein. Da ist übrigens auch der Lissandro jetzt gekommen. Der war bei seinem Kumpel. So. Und ja, das war es jetzt soweit. Wir haben noch so viele weitere Fragen. Ich notiere mir die und würde die dann im nächsten Video einfach beantworten. Zusammen mit Max, oder? Was meinst du? Ich muss nämlich los, ich muss auf die Arbeit. Und was ich schätze? Deshalb würde ich sagen, machen wir das einfach das nächste Mal weiter. Ihr könnt uns ja sagen, wie ihr das jetzt so fandet, unser Kochvideo, in dem wir Fragen beantwortet haben. Könnt ihr mir gerne Feedback da lassen oder uns. Und der Max, der macht mein Voice-Over. Und zwar habe ich mich geschminkt und der Max wird es machen. Ich werd mich wahrscheinlich so totlachen. Ich bin schon gespannt, was er dazu sagen wird. Also während ich mich schminke, was er zu sagen hat. Und das kommt dann demnächst oder das kam schon. Da es schon online gegangen ist, könnt ihr mir dazu auch mal Feedback dazu da lassen. So, schaut mal, wie jetzt toll die aussieht, die Suppe. Ich habe noch einen kurzen Kommentar. Ja. Von der Mary Wonder. Liebe Grüße und guten Appetit. Danke, wie heißt die? Mary Wonder. Okay, danke liebe Mary. Liebe Grüße zurück. Ich probiere mal. Vor Max darf ich probieren. Mmh. Boah, lecker. Mmh. Musst du auch mal probieren? Ich zeige euch jetzt die Suppe, wie sie aussieht. Und meine Lieben, das war es jetzt soweit von uns. Wir beenden jetzt mal an dieser Stelle das Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und schaut gerne auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Da würde ich mich total freuen. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend oder Tag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! So.